FC St. Pauli FM. Also die beiden Stimmen und eine konnte ich und eine mein Bruder und wir haben das wirklich immer gesungen und ja, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben. Mach doch mal. Hallo Thomas, hallo, alles klar, klar. Es ist schon wieder Freitag, heute ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Heute sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment, jetzt. Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Aha. Also, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ja, ich erinnere mich an den Song ganz gut. Da hast du aber nichts mit diese Doppelgeschichte und Frauen und so, das hast du mal nicht erlebt. Also, nein, das verbindest du nicht damit. Nein. Einfach, genau. Sehr gut. Wie sieht's überhaupt, ich meine, wenn wir schon beim Thema Frauen sind, die Sendung ist ja auch dazu da, um ein bisschen auch mal so einen Spieler von St. Pauli ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Lebst du allein? Ich lebe allein. Ich lebe allein hier in Hamburg und habe auch keine Freundin. Ja, bin Single und mache aber keine Liebesaufrufe jetzt hier, oder? Nicht? Soll ich das machen? Kannst du gerne machen, ja. Okay, wenn diesen sympathischen FC St. Pauli, hat ein gutes Einkommen, nehme ich mal an, oder? Ja, geht so. Ja, es ist jetzt nicht Messi, aber du kannst dir ja eine warme Mahlzeit und so weiter kannst du dir leisten. Ja, das oder? Stimmt, ja. Nein. Also Scherz beiseite, ich finde, also ne, hier Florian Mohr, echter Hamburger. Ist das eigentlich echter, waschechter? Waschechter, ja. Das heißt, deine Eltern kommen auch schon aus Richtig, Hamburg? Richtig, ja. Deine Großeltern auch? Auch, ja. Perfekt. Also ich meine... Mehr geht nicht, ne? Oder? Alle Hamburger Ladies, Florian Mohr.